Ja, da gibt es jetzt noch etwas, das wir gleich in der ersten Woche brauchen. Nutzt nichts. Na, dann machen wir gleich noch ein Beispiel. Ich habe da so. Der erste Nenner, da sehe ich, kann ja den Vierer herausheben. Das ist 4 mal a plus b. Der zweite Nenner, da wissen wir sofort, das war doch die binomische Formel. A plus b mal a minus b. Und dann schauen wir wieder. Das, was gemeinsam ist, streichen wir. Natürlich nur einmal. Und dann ist der Hauptnenner 4 a plus b a minus b. Also 4 a minus b a plus b. Und dann schauen wir, den Zweier haben wir da. A plus b, also den Vierer haben wir schon da gehabt. A plus b haben wir auch schon gehabt. Das heißt, da fällt a minus b. Plus, da war a plus b mal a minus b, da fällt der Vierer. Sollen wir es noch ausrechnen? Da sehe ich jetzt sofort, ich könnte da oben den Zweier herausheben. Da steht da a minus b plus 4. Und unten steht 4 mal a minus b mal a plus b. Und schon kann ich da kürzen, da steht jetzt mal 2. Gewonnen. Jetzt fehlt da noch die Definitionsmenge. Gell? Definitionsmenge sind alle reellen Zahlen ohne. So, was darf jetzt nicht passieren? Dass das 0 wird. Und wann wird das 0? Wenn zum Beispiel a gleich b ist. Oder wenn a gleich minus b ist. Weil wenn a minus b ist, dann wird da stehen minus b plus b, dann ist das 0. Wenn a gleich b ist, dann steht da b minus b und das ist auch 0. Gewonnen.